Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter Up. Wir befinden uns hier wieder an meinem Häuschen. Heute im Programm steht auf jeden Fall die letzten Fenster fertig machen und die Zuckerstange. Also ich will zumindest die Zuckerstange visuell fertig machen mit Holz, logischerweise. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen, aber zuallererst müssen wir, ich hab's hier vergessen, das Fenster hier noch fertig machen. Dafür nehmen wir mal kurz hier das Holz hier weg. Ich sollte auch irgendwie mal ein paar neue Fackeln legen, ne? Oh, ich habe 30. Stimmt. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt, um ja die Zuckerstange zu bauen. Okay, du hättest drin bleiben sollen. Deswegen gucken wir einfach mal, dass wir noch ein bisschen was in die Truhen packen, damit wir ein bisschen Platz haben. Und habe ich die Beutel dabei? Habe ich. Ich sollte auch irgendwie mal die Beutel entfernen. Oder nicht entfernen, sondern entleeren. Besser gesagt. So. Gut, wie haben wir das beim letzten Mal gemacht? Stimmt, wir haben die einfach hier abgenommen. Ja, mit der Spitzhacke. Zero, mit der Spitzhacke. Ist in Ordnung. So, das geht erstmal weg. Ja, stimmt, da war ja was. Oh. Moment, dann müssen wir hier erstmal umplanen und die hier wegnehmen. Das müssen wir dann später manuell noch einfügen. Ärgerlich. Aber gut. So. Eigentlich. Hä? Hätte hier nicht die Lücke sein sollen? Eigentlich kann ich es mir richtig einfach machen, oder? Komm. Komm. So. Ja, so macht man es sich einfach, Leute. So, das wäre damit erledigt. Ich hoffe, die ganzen Teile sind nicht runtergefallen. Ah, oh, scheiße, die sind unten. Ah, okay, das kriegen wir schon. Und ich habe überlegt, wir müssen hier tatsächlich ein bisschen höher gehen. Wir machen das mal so. Es hat einen einfachen Grund, wegen dem Bett. Es würde scheiße aussehen, wenn das hier niedriger ist als das Bett. Und das will ich nicht. Deswegen machen wir das alles ein bisschen höher. Vielleicht machen wir sogar einen ganzen Block wieder draus. Es könnte eigentlich besser sein, wenn da ein ganzer Block drauf ist. Dann können wir da nämlich Figuren draufstellen. Ah, wahrscheinlich nicht, ne? Müssen wir gleich mal prüfen. Ich glaube, das ging nicht. Ich glaube, das ist ein kleines Manko an dieser Stelle. Nehmen wir mal kurz hier die Figuren mit, oder eine zumindest. Das Problem, obwohl ich könnte das regeln. Ich glaube, ich könnte das regeln. Ja, falscher Raum. So. Oh, es ist noch nicht vollständig. Ist immer noch nicht vollständig. Wann haben wir den ganzen Block? Hallo? Jetzt haben wir einen ganzen Block. Ja, machen wir den ganzen Block draus. Können wir da nämlich ein paar Figuren hinstellen. So. Sehr schön. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir ein Pixel hier draufstellen. Oh, ich hab's weggenommen, sorry. Wenn wir ein Pixel hier draufstellen. Das geht nicht. Da können wir ein Pixel draufstellen. Das heißt, der ganze Block, auf dem der hier draufsteht, der funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen das Glas eventuell hier von außen anbringen. Ja, andere Lösung sehe ich da jetzt nicht. Deswegen machen wir es so. Und ich glaube, ich habe vergessen, mein Glas mitzunehmen, ne? Ich glaube schon. Habe ich überhaupt Sand? Habe ich Sand hier? Ich brauche zumindest ein bisschen Glas. Oder, wie kann ich hier nochmal reingucken? So auf jeden Fall nicht. Wir haben hier grauer Beton, Fichtennadel, hellgrauer Beton, weißes Glas, da. Ich brauche das weiße Glas, wie komme ich hier rein? Halte Shift für Details, ja, das ist schön.
Moment. Aha! So, Quarzblock. Weißes Glas. Okay, viel ist da jetzt nicht. Aber es könnte reichen. Dann müssen wir quasi umplanen und das Glas von außen anbringen. Und zwar so. Oh Gott, man sieht es nicht mal. Es ist so schwer, das Glas anzubringen. Jetzt muss ich überlegen, geht das nicht vielleicht sogar schneller, wenn ich das anders mache? Wenn ich das so mache? Nein. Nein. Das ist Kacke. Wie? Das muss doch irgendwie einfacher gehen, was zum Teufel. Das sieht so seltsam aus, ey. Nein! Was, wenn ich es hier anbringe? Oh. Moment. Das könnte die Möglichkeit sein. Wenn wir das so machen. Okay. Dann packen wir hier ein Pixel. Machen wir es so. Scheiß drauf. Packen wir das so hin. Und dann packen wir das Glas hier in die Ecke. Voila! Es ist ein bisschen zu groß. Packen wir es hier so in die Ecke. Ja, gut. Können wir trimmen. Das liegt daran, dass hier halt auch wirklich der Block endet. So, dann haben wir jetzt eine Technik gefunden, wie wir das Ganze verkürzen können. Und ich mir nicht dabei die Arme breche. Wir brauchen kurz ein paar Blöckis. So, zack, zack. Wenn es so weitergeht, schaffe ich die Zuckerstange echt nicht mehr. Okay. Dann versuchen wir es jetzt mal so durchzuziehen. So, das Ganze müsste eigentlich auch andersrum funktionieren, ne? Das ist ja eigentlich auch eine coole Designidee, ne? Vielleicht sollten wir es sogar behalten. Das Glas. Ah, tada! Jetzt gehen wir rein und sehen, wir haben ein verdammtes Fenster. Ja gut, das ist zu hoch. Ah, ist das ärgerlich. Das sieht halt nicht so wirklich gut aus. Und ich meine, die Frage ist natürlich, wir entfernen mal hier ein Bit. Ja gut, machen wir ein bisschen mehr. Ich kann die da nicht raufpacken, auch wenn der Block vollständig ist. Oh, Moment. So, jetzt ist er vollständig. Ich kann die da nicht raufpacken. Wo sind? Oh. Warum muss das so kacke sein? Ich hätte gerne ein richtiges Regal. Moment, ich kann die da nicht raufpacken. Warum nicht? Habe ich irgendwie Fehler gemacht? Irgendwas läuft schief. Ich glaube, ich habe einen zu viel. Okay. Noch ist es nicht vorbei. Oh, doch, ist es. Ja, versucht hier das Glas rauf zu. So. Mann! Warum kannst du es mir nicht einfach machen, Spiel? Warum kann ich das nicht selbst designen und dich da draufstellen? Du bist doch ein verdammter Block. Ja, Mann. Ja, gut. Dann halt nicht hoch. Ja gut, dann eventuell werden wir auf die Designidee verwerfen. Ne? Können die auch woanders hinstellen. Ja, wir überlegen uns dann noch was. Ach. Jetzt habe ich die falschen Einstellungen genommen. Also ihr müsst berücksichtigen, es gibt zwei verschiedene Einstellungen. Einmal die Ebene, wo man alles, also die komplette obere Ebene abnimmt. Oder man schneidet es halt aus mit dem Connected Materials da, seht ihr. So. Mal ein bisschen kleiner hier. Ja, das ist doch eine ordentliche Größe. So, wir können doch rein theoretisch da nochmal Glas draufpacken. Weiß nicht, hat Stil, wie ich finde.
Und dann. Es zum. Ach ja, das. Okay, das Connected Material, deswegen. Ich wollte schon sagen, was ist denn los? So, und jetzt müssen wir das Glas nur noch anpassen an. Ja. An die Pixel. Scheiße. Just, wir haben ein Problem. Scheiße. Jetzt aber schnell. Ich habe noch keinen richtigen Weg hier runter. Mann, wieso klatsche ich auch auf den Boden auf? What? Wo kommt ihr denn her? Leute, chillt mal. Okay, Mr. Creeper, spar dir bitte die Explosion auf. Oh, ich hab die Puppe wieder, okay. Rest kann ruhig meinetwegen kaputt gehen. Habt ihr es jetzt langsam mit Sterben? Danke. Okay, habe ich alles wieder? Ich habe mein Schwert. Ich habe mein Ding ins Kirchens. Ich habe das, meine Axt und meine Spitzhacke, okay. Also das Wichtigste ist am Start. Wir haben nichts Großartiges verloren. Pizza ist auch noch da. 4 Beutel. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, um das Ganze zu beschleunigen, werde ich jetzt mal in Zeitraffer die letzten Fenster machen. Also die wir schon gebaut haben. Das andere Fenster, das überlege ich mir, wie wir es bis dahin machen. Und dann, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Vielleicht machen wir irgendwie fancy Säulen oder so hin. Mal gucken. Das Ganze natürlich erstmal nur aus Holz, denn Farbe kommt immer später drauf. Ihr wisst ja, wenn man auch ein Bild malt, man malt das ja nicht direkt aus. Man zeichnet erstmal die Konturen. Ne? Ich habe keine Ahnung von Zeichnen, aber ich hoffe, so funktioniert das. Oh Gott, das... So, damit haben wir die Verglasung eingeleitet. Keine Sorge, die Fenster sind so noch nicht final, ne? Also wird noch ein bisschen was passieren. Ich arbeite sehr eigenwillig bei solchen Sachen. Und zwar mache ich immer zuerst das Grobe und dann erst das Feine. Ja, keine Ahnung, warum ich das mache. Ist einfach so eine Gewohnheit von mir. Vielleicht mag ich es einfach mehr, mir Sachen auszudenken, die größer sind, als Sachen, die kleiner sind. So, kommen wir hier zu diesem Part. Wie machen wir das, dass das einigermaßen stylisch ist für ein Wohnzimmer? Das ist hier doch die Frage. Also hier da hinten natürlich erstmal eine Säule, ist ganz klar. Wir gehen nur bis hier, oder? Obwohl rein vom Designgedanken her müssten wir bis hierhin gehen. Weil hier machen wir eh so noch so einen Schutz hin. Nehmen hier erstmal ein bisschen was weg. So, circa bis zur Hälfte. Dann passt das. So, hier sind wir bei 2. Oh, das geht eigentlich recht fix. So, die Frage ist nur,
Ist das gleich? 1, 2, 3. Ja gut, hier sind 4. Wie machen wir das? Ich glaube, ich weiß. Wir machen es erstmal ganz normal. Ihr werdet früher oder später verstehen. Wahrscheinlich mehr später als früher. Aber ich habe Dinge vor, die ich euch jetzt noch nicht verraten kann, weil Überraschung und so, ne? Surprise Attack! So. Das läuft ja eigentlich schon mal ganz angenehm hier. Zack. Boah, noch ein. Ja, wenn man das ein paar Mal jetzt gemacht hat, dann ist der Rest quasi easy. Gut, das ist jetzt Kacke. Zieh dich Glas, ich hole dich gleich wieder. So, damit wäre das auch fertig. Jetzt nur noch einmal kurz das Fenster fertig machen und dann sind wir alle glücklich. Oh. Wir haben kein weißes Glas mehr. Es sei denn... Ach nee, sonst hätte ich da auch noch was gehabt. Okay, wir brauchen weißes Glas. Das heißt, wir müssen das hier vertagen. Dann würde ich sagen, bevor ich dann anfange, mich um Glas zu kümmern... Es kann sein, dass ich einfach nur zurückgehen muss, dass da noch ein bisschen ist. Gehen wir da unten und kümmern uns um die Zuckerstange. Bei der Zuckerstange muss ich einen kleinen Trick anwenden. Und zwar werde ich sie quasi in Photoshop formen und sie dann hier nachbauen. Klingt alles furchtbar kompliziert, ist es aber nicht. Es ist einfach nur ein Kreis ziehen. Ich muss einfach nur einen Kreis ziehen, damit ich so eine... ungefähr eine runde Form kriege und ich zeige euch, wie ich das anstelle. Zuerst brauche ich einen Stein. So, zack. Der ist somit weg. Bruchstein. So, ich weiß nämlich nicht mehr, wie viele Felder hier sind. Ich glaube, das war 16x16, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das war 16x16. Und wir haben hier, zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Sehr gut, ich gehe jetzt kurz zu Photoshop und werde mich im besten Fall dafür ausloggen, damit ich nicht sterbe, weil ich hier echt seltsame Sachen höre. Bis gleich. So Leute, ihr habt das Ganze jetzt mal vorbereitet. Wir müssen einmal kurz zählen, das muss natürlich quadratisch werden, deswegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somit haben wir ja ein perfektes Quadrat, ne? Ja, so prüfe ich das immer. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, ich habe schon öfters gefailt, deswegen... Jetzt wird's dunkel, geil. So habe ich mir das gewünscht. Also, zuerst mal müssen die Schienen hier erstmal weg. Weil wir müssen genau den Mittelpunkt treffen, denn hier kommt die Tür hin. Was bedeutet, dass wir einen Block frei haben. Ups. So, und jetzt müssen wir pixelgenau arbeiten. Dafür gucke ich mal kurz hier rüber. Und zwar müssen wir 1, 2, 3, 4, 5 Pixel gehen. Und zwar hier 5 Pixel. Aber Mann, das ist jetzt... Warte mal. Wie ging das nochmal? Time, Set, Null? Ha! Perfekt, ist wieder hell. So.
So, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen rund. Wenn nicht, dann ganz ehrlich, geht's mir am Arsch vorbei. Okay, ist das rund? Ah, das ist rund, Leute. Das ist, vertraut mir. Wenn ich sage, dass das rund ist, dann ist das rund. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier eine Tür einbauen. Ich habe keine Tür dabei. Tettle ist nur am Sterben die ganze Zeit. Oder irgendwo runterfliegt. So, bauen wir uns hier mal schnell eine Tür. Ich bin schon ganz genervt von der ganzen Pixelei, ey. So. So sieht's jetzt aus. Na, das Einzige, was mich halt nervt, ist, dass wir jetzt hier quasi noch einen Block hinsetzen müssen. Aber tun wir einfach mal so, als wäre alles in Ordnung. So, dann müssen wir das Ganze halt nur noch duplizieren und dann ist gut. Ah. Das kann ja was werden. Dafür muss ich erstmal zurücklaufen. Bis gleich. So. Ich bin zurück. Wenn jetzt alles funktioniert, wie ich es mir denke, dann wird das easy. Wir packen erstmal hier Steine drauf. Weg mit dir Schnee. Du hast ja nichts verloren. So. Dreckiger Bastard Schnee. Game of Thrones Anspielung. Was ist los, Shiva? Hm? So, und zwar, ich habe noch meine anderen Messel Designs mitgebracht. Deswegen muss ich eigentlich mal eine Truhe bauen. Also Meißel Designs, die ich noch gebrauchen kann. Kurz Pizza wegwerfen. So. Okay, und zwar. Es muss hell werden. Sonst sehe ich nichts. Ja, okay, das hat es nicht wirklich verbessert. Zack, jetzt haben wir den. Oh nein. Oh nein. Oh, ich habe den jetzt... Meine Meißel-Designs. Ich habe jetzt 60 Stück vom ersten gemacht. Oh mein Gott. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Das habe ich vergessen, dass das so ist. Oh nein. Oh, ist das bitter. Wo sind meine Meißel-Designs? Scheiße, Mann. Aber ich kann euch zeigen, wie das funktioniert anhand dieser 60 Stück. Und zwar klicken wir darauf, auf den drauf. Das ist ein negatives. Das heißt, bestehende Blöcke werden zu dem, den wir quasi in der Hand haben. Ja, jetzt haben wir schon mal den ersten. Jetzt haben wir 60 Stück davon. Geil, ne? Richtig nice. Wie macht man jetzt negatives Meißel-Design? Wassereimer, Papier und... Ach, Gottes Willen, warum? Warum bin ich so ein Vollhonk? Okay, pass auf. Wir machen das jetzt anders. Ich werde zumindest schon mal die Form unseres Weihnachtsgedings machen, hier Zuckerstange machen. Und dann muss ich mir halt Wassereimer organisieren und hast nicht gesehen. Was ist los, meine Kleine? Hm? Was ist los? Hm? Willst du was zu essen haben? Sie kommt immer zum Kuscheln, wenn sie essen will. Anders als Flauschi, der Stress macht, wenn er essen will. So, okay, ich brauche mein Holz. Gib einfach her den Scheiß jetzt. Jetzt bin ich wirklich genervt. Ich habe 60 Stück. Ah, oh, meine ganze eiserne Reserve habe ich zerstört. Mm, ist das bitter. Mm, ja, schön. Naja. Was soll's? Na ja, gut. Ich kann damit schon leben. Scheiße. Kann ich nicht. Es ist so traurig. Also gut. Wir gehen im Endeffekt 3 nach oben. Und 2 nach links. Vielleicht bin ich jetzt verwirrt. 3 nach oben. 1, 2, 3. Einen, okay. Ich komme hier schon nicht runter. So, 2, 1 runter. 2, 1 runter. So. Na, ja, das haben wir da jetzt. Dann gehen wir 1 zur Seite und gehen wir 3 runter. So.
Passt schon irgendwie. So, und das kleiden wir jetzt aus, erstmal mit Holz. Das wird später natürlich mehr nach Zuckerstange aussehen. Nur jetzt erstmal so auf die Schnelle. Mein Holz hat einfach nicht ausgereicht, Leute. Und die Tür steht hier ein bisschen beschissen. Scheiße. Ich muss die rein theoretisch hier hinpacken. Damit ich doch irgendwie reinkomme. Oh, da war ein Schild dran. Stimmt. Ach, das wollte ich noch zeigen. Verdammt. DS. Lotanik ist hier durchgegangen und wäre fast gestorben. Weil da so eine Lücke ist. Weil er sich mein Haus angucken wollte. Ah, jetzt habe ich es verkackt. Ich wollte es eigentlich noch zeigen. Ja gut, mir fehlt noch eine Menge Holz. Aber ich würde sagen, falls wir jetzt hier wirklich nichts mehr haben, gehen wir kurz zu Deadline rüber und dann, der wollte mir nämlich noch seine Tohaido-Klippen ansehen. Oh, oh. Zeigen. Nice, ich habe noch ein bisschen Holz. Das würde aber bei Weitem wahrscheinlich nicht reichen. So. Ich war doch hier gerade drin, da warst du nicht ja. WTF. Meinte ich, überlebt den Sprung? Gerade so. Ist eigentlich auch egal, was für ein Material wir hier reinpacken, das können wir alles später überdecken. So sehe ich das zumindest. Es wird sowieso nochmal ein Fest werden, das Ganze nochmal auszukleiden. Davor graue es mir jetzt schon. Ich glaube, ich muss nochmal in den Wald und ein bisschen Holz hacken. Schade. Ich habe eigentlich gehofft, ich habe so viele Bäume gefällt, ich habe eigentlich gedacht, das reicht locker. Aber leider war es nicht so. Und ich bekomme langsam Angst, dass mir meine Diamanten ausgehen, weil ich hatte ja die Mine da gebaut bis zur anderen Stadt. Und das Problem ist, ich habe die Diamanten da gelassen, weil ich meine richtige Axt zum Diamantenfarmen nicht dabei hatte. Also habe ich die Diamanten erstmal roh da gelassen und habe einfach nur den Tunnel gebaut. Und heute komme ich online und was los? Ja, jetzt könntest du ja schon denken, die Diamanten sind weg. Gut, war vielleicht nicht die schlauste Idee, das Ganze auf so einem Server zu machen, weil die dachten bestimmt, oh, Diamanten, die sind ja gar nicht abgebaut. Ja, dann braucht er sie ja nicht. Und dann waren sie weg. So schnell kann es gehen. Oh, ich bin noch so meilenweit davon entfernt. Warum komme ich jetzt auch nicht mehr rüber? Ach so, muss ich auch gar nicht. Ich kriege das anders hin. Ja gut, so. So, dann zeig mal. Dann machen wir morgen den Rest. Bis dahin organisiere ich wieder ein bisschen Zeug, mit dem wir bauen können. Dann gehen wir mal rüber. Wobei, ich fliege mal rüber. Ich habe ja gerade sowieso schon den Game Mode angemacht. Weil ich runtergefallen bin. So. Ah, okay. Ja, krass. Oh, du baust mit Chisel und Bits. Respekt, wer es selber macht. Nice. Nice. Ah. Ja, fehlt aber noch einiges. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, mal gucken, ich bin gespannt, was draus wird. Vielleicht wird das ja noch was. Na gut, Leute. Ich würde sagen, oh, hier ist alles ausgeleuchtet. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir versuchen, unser Bauprojekt abzuschließen. Was eine totale Katastrophe ist. Haut rein, euer Zero. Tschüss. So, Freunde, kleiner Nachtrag. Dieses Mal spreche ich ins Mikrofon. Ich habe gerade nämlich 5 Minuten lang ohne Mikrofon gesprochen. Ja, das war schön. Ich habe mich nochmal dran gemacht, die Zuckerstange vom Gerüst her fertig zu machen. Der Rest wird natürlich noch abgerundet später.
Aber so im Prinzip wird es dann aussehen mit der Zuckerstange. Die wird natürlich noch eingefärbt und alles Mögliche. Aber ich habe es jetzt nochmal schnell fertig gemacht, weil es wirklich lang gedauert hat. Das hat knapp ein, zwei Stunden gedauert. Das wäre für eine Folge, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und ich wollte halt einfach nur ein Screenshot haben für die Folge hier, die wir gerade aufgenommen haben. Und so sieht das Ganze momentan aus. Alles noch so ein bisschen rustikal, mehr so nach Skizze sieht das aus. Aber das wird schon. Im Laufe der Zeit wird das besser aussehen. Merkt euch einfach dieses Bild, zeichnet es euch ab, macht einen Screenshot und dann werden wir sehen, was in 10 Tagen daraus wird. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir unsere Hütte weitermachen. Weil da fehlt jetzt noch das Glas. Dann würde ich sagen, machen wir die Wände und den Boden hübsch. Und dann schauen wir einfach, was wir daraus machen. Haut rein, ciao!